So, beim letzten Mal bei Pokémon Sonne ist eine Menge passiert und wir sind auf jeden Fall in die Aether Foundation eingedrungen und anscheinend sind die Leute hier nicht so nett, wie man es meinen könnte. Deshalb schleichen wir ein wenig umher und oh, wir haben den Aufzug gefunden. Cool. Ich wollte auch das Item da hinten noch mitnehmen. Hm. Was ist denn los? Anscheinend können nur Angestellte der Aether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Rechnen müssen. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen nach oben. Die Delta-Plattform. Was haben wir gemacht, Nico? Ich weiß doch auch nicht mehr. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Aether Foundation und fraglos unentbehrlich. Was habt ihr hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Du weißt, das weißt du als Regionalleiter der Aether Foundation besser als ich. Also stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ganz schön frech, junger Mann. So ganz auf dich allein gestellt zu sein, hat dich offensichtlich abgehärtet, Gladio. Aber von mir erfährst du nichts. Du kannst dir sicherlich denken, warum. Irina, weißt du, was mir am Trainerdasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Ah, was du nicht sagst. Wirklich süß. Man nennt mich auch die letzte unüberwindbare Bastion der Aether von des Aether-Paradieses. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr malt sich Siegeschancen gegen mich aus. Dass ich nicht lache. Aber wenn ihr unbedingt darauf besteht, können wir gerne kämpfen. Oh mein Gott, aber keine Special-Musik? Keine Special-Musik gegen ihn, obwohl er ein Vorstand ist. Heute darfst du nicht mal das Item einsammeln. Ja, wenn ich rausgegangen wäre, wäre es okay gewesen. Warum, Leute, das Spiel hat Text? Das Spiel hat auch Text, aber beim ersten Mal ist der Text auch geil. Es fehlt so einen Skip-Story-Button für repeated playthroughs. Er sieht einfach wie ein Insekt aus mit seiner Brille, ja. Die Story... Generation 5 und Generation 7 haben wahrscheinlich mit die ambitioniertesten Stories und Leute sind nicht begeistert, weil das bedeutet, wenn sie ihre fucking Nutsocks und ihre fucking Challenge Runs machen, dass sie dann immer den Text wegmashen müssen. Und ich sehe das Problem. Skip Cutscene Button. Alles mehr brauchen Leute nicht. Skip Cutscene Button und der Tag gehört dir. Nico hat sich Alex gekauft, Borderlands gezockt, Pina in VR gebracht, war nächste Woche zum Star Trek und so. Stimmt, ich habe bei Nico VR gespielt, aber das habe ich nicht erzählt. Was habe ich denn erzählt? Boah, ich bin 1 Millimeter zu klein für diesen dummen Zettel. Power Up. Einmal Spukball. Was mit Gen 6? Generation 6 hat auch ein bisschen Text. Ich meine, Barmut beschwert sich auch immer bei der Freundesgruppe, weil sie so viel reden. Aber das Ding ist, ich glaube, Generation 6 arbeitet noch nicht so viel mit Kamerawinkeln. Abgesehen vom Climax. Dieses Spiel arbeitet sehr viel mit Kamera, mit Panning-Shots und während dieser Zeit laufen halt keine Texte vorwärts. Setz doch jetzt die scheiß Attacke ein! Oh, ist es blockiert! Ein Gegenstoß. Das hast du jetzt davon. Jetzt hast du mich wütend gemacht, Hypno. Und dann tankt er das auch noch weg, Alter. Ich habe viel Zeit in Generation 6 gesteckt, aber... Generation 6 ist halt das unausgereifteste Spiel von allen. Was einfach daran liegt, dass es keine... Perfect-Version davon gab. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht setzen sich Hacker ran, machen Pokémon Z auf dem 3DS-Emulator, dass du das dann irgendwie auf einem gehackten 3DS spielen kannst. Das wäre eine coole Sache, aber bis dahin ist es eher so ein, ja, okay. Ich habe dein Video geguckt, ja, das auch. Das beste Feature in Gen 6 war das Stacksnarf aus Oras. Ich meine, das ist eine coole Sache, aber wir müssen kurz cut sehen. Hebt euch den Talk mal kurz auf. Was? Was um alles in der Welt? Wie konnte dieses Kind mich? Sagenhaft, Irina. Aber ist Fabian doch so stark? Nein. Also noch einmal. Stell dich nicht dumm und spuck gefälligst aus, was hier los ist.
Ah, ist ja schon gut. Auf dich alleine gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet, das hat er schon mal gesagt. Und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auf der Suche nach Cosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss, sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja, meinte Pia nicht diese Erschütterung neulich, sie aus dem Untergeschoss gekommen? Oh nein, Pia. Was denn alles um der Welt treibt ihr denn da unten? Hm, das wüsstest du wohl gerne, was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine andere Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Aufzug für uns frei. Hm, aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Hä, warum macht er einfach? Warum sagt er nicht nee? Nina, Fali, sobald ihr bereit seid, geht es los. Also, seid ihr bereit? Ja, aber halt mich vorher noch. Ja, stimmt, wir wollen Stickman spielen. Dann lass uns gehen. Aber dazu habe ich noch kein Datum genannt. Das ist eine Lüge im Mond. Ich erinnere mich nicht, was sie in Sonne gesagt haben. Hier hat sich nicht viel verändert. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Wow, sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Tali hat noch nie in seinem Leben eine Geheimbasis gesehen. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du hier nicht vor Angst in die Hosen machst. Aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte davon liegt. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B, das liegt am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich hier überhaupt so gut aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Du bist ja auch nicht wichtig, Tali. Aber anscheinend bekommt es Gladio auch nicht mit Angst zu tun. Hier, das ist für dich. Beleber, da ist ein Top-Beleber. Ich hab ihn wieder. Yippie. Lilly braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nintendo hat für dieses NES-Game einen Skyper-Schutz in Form einer Warteschlange. Ich weiß, ich musste dafür... Hä, wieso wurde das abgeschnitten, lol? Ich musste dafür meinen Vater erstmal mein Passwort zukommen lassen, damit er das bestellen kann. Und meinen Warteschlangen-E-Mail-Code. Topfbeleber. Wo muss ich hin? Geheimlabor A, Geheimlabor B. Guten Appetit. Schlürfi. Ist das der richtige Gang? Hallo, bin ich hier richtig? Wie geht's um meinen Pokémon? Ja, gut, dass wir nochmal einen Moment Ruhe haben hier. Wenn wir nicht das Blüm hören, heißt das nicht, dass wir geheilt wurden. Und wehe denn, wir werden geheilt, wenn es drauf ankommt. Ja, Pina ist richtig. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Du bist auch nur ein Nebencharakter. Was für ein Game hat was? Was für ein Game? Was für ein... Oh no. Stillgeblieben, Andringling. Niemand betritt ungeschmückt das Geheimlabor. Jetzt haben die auch noch Helme auf. Digga, was ist das? Ach ja, das NES, NES World Championship Dingens. Jo, warte mal. Das sind doch diese Typen von Futurism, oder? Von Bomb Rush Cyberpunk. Da wiederum, die hatten keine Helme auf. Das waren nur irgendwelche blonden Mädchen. Oh nee, nicht du schon wieder. Unlicht, Unlicht. Unlicht, mal fett drauf, aber weißt du was? Hiddle macht das schon. Glaubt ihr, wir sehen heute noch Barmuts Entwicklung? Danke für den Headpad, by the way. So, Ultra weiß ich nicht, Stickman. Ja, ich will mit dir Stickman spielen. Muss aber Bescheid sagen, wann wir da irgendwie callen können. Ich kann theoretisch gesehen immer mittwochs ganz gut, aber auch erst ab einer bestimmten Zeit. Werden die Emojis eigentlich im Text angezeigt oder nicht? Hm, interessant. Sieht so aus, als hätte ich verloren.
Nur Forscher wie wir haben hier Zutritt. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich will dir mal eine kleine Kostprobe unserer Forschungsarbeit geben. Du bist gehypter auf Stigman als ich. Ich kenn's ja auch schon, aber ich werd... Ich hab Pläne. Sagen wir so, ich hab Pläne, wie wir das machen. Ich werd einfach nur... Ich will deine Blind Reaction sehen. Und ich will, dass du so wenig wie möglich verpasst. Deshalb werde ich dich irgendwie über drei Ecken in die richtige Richtung schubsen, damit du nichts verpasst. Oder zumindest nichts Wichtiges. So wie wir wissen, Magneton hat niemals Schwere. Oh, wer hat dich sauer gemacht, Foxy? Wegen Fabian. Weil er so ein Arschloch war und uns den Fahrstuhl netterweise freigeschaltet hat. Also wieder total abnerven. Ich weiß nicht, ob es abnerven ist. Ich weiß es nicht. Ah, oh, Robustheit, mein Arsch. Das überlebe ich doch nicht. Ich muss jetzt hier Trank reinschmeißen. Dann nicht mal voll hier. Lichtkanone. Magneton. Ich hatte auch mal einen Magneton. Dann gab es einen Unfall mit einem schwarzen Loch. Also, nein, for real jetzt. Das ist echt krass, so ein Pokémon zu verlieren, ist halt schon echt krass. Man denkt da, man hat da gar nicht so... Denkt gar nicht, halt, schwer zu beschreiben. In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Pokébälle. Mit unseren neuesten Errungenschaften lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht an der Alola heimisch sind. Lass mich raten, was dich herführt. Du suchst Cosmog, stimmt's? Wenn du willst, für welche Experimente wir es benutzen, musst du mich erst besiegen. Also halt so eine Corruption und sowas. Es gab einen kleinen Unfall am Wochenende, sagen wir mal so. Und ja, und dann war plötzlich von jetzt auf gleich einfach so ein Teammate von mir weg. Das ist halt schon... Ich weiß nicht, in dem Moment, als ich das dann realisiert habe, dass es halt einfach puff weg, nie wieder. Jetzt kommt nie wieder zurück. Nicht mal irgendwie, wenn es ein ganzer Safe ist, ist es halt nochmal anders krank. Aber halt. Es war halt nur spezifisch. Es fühlt sich halt einfach unverständlich an, so. Ich kann das gar nicht erklären. Nice, Frozen Solid. Ich überlege gerade, hat Porygon Schwebe? Das kann sein. Würde aber mit Kampf drauf gehen, bevor es sich erlösen kann. Danke für den Headpad. Du musst doch was wissen. Doch das wissen. Viel Text ist zu verlängern, dann ist es fertig mit Link to Pina Teil 6. Alles gut, Foxy. Selbst wenn es diese Woche nicht wird, lass dir Zeit. Ich habe das Gefühl, du hast dir Zeit gelassen. Obwohl ich das Gefühl habe, die Folge kam jetzt relativ schnell raus. Okay, mir reicht's. Interessant, du hast tatsächlich gewonnen. Ich glaube, ich werde Barmut jetzt nach vorne packen. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück. Das letzte fehlende Puzzlestück, der Schlüssel zum Öffnen der Ultraporte. Deshalb haben wir dieses Experiment durchgeführt. Oh, Blitznack. Was war das denn jetzt random? Okay, Team Pokémon. Ich will nur sagen, passt auf eure Pokémon auf. Es kann immer irgendwas Dummes passieren. Und dann sind sie weg. Und das halt, obwohl die nicht echt sind, obwohl die... Theoretisch gesehen könnte man...
sowas in der Art halt easy mit Hacks wiederherstellen, aber irgendwie einfach der Moment, wenn du es dann realisierst, dass du es nicht wiederbekommst, ist einfach insane. Oh, hey Gladio. Hier sind sie nicht. Ich sagte, hier sind sie nicht, okay? In dem Zimmer hast du nichts verloren. Null und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Wir beide wurden durch den Willen anderer geformt und zu dem gemacht, was wir sind. Keine freien Entscheidungen, keine eigenen Meinungen. Für meine Mutter war ich nie mehr als eine Marionette, mit der sie nach Belieben spielen konnte. Auch für Null gab es nur eine Zukunft. Es sollte auf den Kampf gegen die Ultrabestien vorbereitet werden. In diesem Zimmer. Oh fuck, der hat ernsthaftes Trauma hinter sich. Okay, dann lieber mal hier rein. Geht hier ab. Hey, was wollt ihr denn Kinder denn hier? Passt nichts mit euren Schmutzfingern an. So, Forschungsarbeit ist unser Leben. Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Tali, konzentrier dich. Hör auf, ihre Produkte anzuhimmeln. Wie in der Serie. Ja, dass die Dreck am Stecken haben. Oh mein Gott. Saganabis und Alabis. Das sind Pokémon, die man nicht so oft sieht. Ich würde sagen, am prominentesten sieht man die in Generation 5, wenn man surft bei Ondula. Aber, ich kann mich irren. So, hat er nicht irgendwie den Gifttyp als Saganabis? Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass beide einfach nur Wasser sind. Mit Raichu an unserer Seite, denke ich, wird es nicht allzu viel Shit passieren. Habe ich alle mit einem Pokémon besiegt? Mit einem Surfer oder was? Oder Erdbeben? Surfer wahrscheinlich eher nicht. Ja, dann mach halt Drachenklaue. Mach halt die geile Drachenklaue. Mein Gott, der Lag. Alter. Der ist stark. Erdbeben. Zack, dann Drachenklaue auf dich. Und Geschichte. Yes. Gut so, Teamarbeit. Fast Level 50 für Barmut. Oder fast Level 49. Ich glaube, wir sehen das noch diese Folge. Ich erforsche die Pokémon ja lediglich. Kämpfe liegen mir leider nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon. Wo stecken Lilly und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir euch auch nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht. Was ihr wohl aber auch selbst sehen könnt. Scheiße, ich habe das Gefühl, wir stehen kurz vor der einen Stelle, wo alles zerbricht. Du, Ehina, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis. Auf ihren Verbleib. Du willst doch nur weiter an dieses Regal starren. Los, wir teilen uns auf. DNA-Proben, was mit diesem Ordner? Er berichtet zu den Ultrapforten. Hinter dem von Professor Mohn entdeckten Ultrapforten scheint sich eine andere Dimension zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jenen Dimensionen deutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeit mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Professor Mohn. Professor Mohn. Hey, guck mal, ein Mülleimer. Meta-Bericht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus einer anderen Dimension der Ultradimension ist. Gerätzt unter Stress wird seine Fähigkeit aktiviert, die so dann eine Ultrapforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Alter! Mein Shiny Mew hat Erde, Wasser, Feuer und Finster. Irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog. Mal sehen. Es ist eventuell eine Ultrabestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultrapforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein.
Sie haben ihm also bewusst Stress ausgesetzt. Deshalb ist Lily mit Cosmog abgehauen. Wahrscheinlich konnte sie einfach nicht anders. Sie ist viel zu gutherzig. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken. Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir alle in demselben Schlamassel. Wir stecken alle im selben Boot. Los, zurück zum Aufzug und rauf ins Erdgeschoss der anderen. Hey, was ist in dem Zimmer? Shit, wir sollten nicht da reingehen. Da steht eine unvollendete Sammlung von Ordnern. Ordner 2. AU-Projektprotokoll 2. Budget für das Projekt zur Erschaffung einer Anti-Ultra-Bestien-Lebensform. AUB. Durch die Präsidentin genehmigt. Welchen Ordner möchtest du öffnen? Beschaffung der Entwicklungsunterlagen aus der Fleetwood-Bibliothek in Sinnoh. Sinnoh confirmed! Spaß. Spezifikation der Typenwechselsoftware Alpha-System in Bearbeitung. Entwicklung eines variablen Disk-Systems für das Alpha-System eingeleitet. Nein, shit, noch nicht. Erstmal die 7. DNS-Modell mit Hilfe von Zellproben aller Pokémon-Typen vervollständigt. Anatomisches Modell verifiziert und Zucht des biologischen Zellrahmens initiiert. Testlauf der Typenwechsel-Software Alpha-System abgeschlossen. Typenwechsel mit allen 18 Disks erfolgreich. Installation der Typenwechsel-Software Alpha-System eingeleitet. Codename der AOB-Lebensform offiziell als Typ Full festgelegt. Produktion der Modelle SN01, SN02 und SN03 abgeschlossen. Vehemente Abwehrreaktion auf das Alpha-System bei allen drei Modellen. Gesamte Modellreihen von Typ Full infolge der Initiationsfehlern völlig außer Kontrolle. Ausstattung der Modelle mit einer Kontrollmaske zur Minderung der Abwehrreaktion erfolgt. Start des Alpha-Systems mit Kontrollmaske fehlgeschlagen. Alle drei Modelle von Typ Full permanent in Kälteschlaf versetzt. Name geändert zu Typ 0. Typ 0 ist ein künstliches Experiment. Wir wissen, es gibt drei Stück. Fabian hat ein böses Team in den Pina geholt. Ich glaube, das wolltest du nicht schreiben, aber ist schon okay. Bisschen leer hier. Bisschen Lore hier, bisschen die anderen Berichte gelesen. Oh, es geht hier ab. Irina! Ich wusste, Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Was sollen wir hier nur machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Oh, shit. Nicht einen Schritt weiter! Das ist ein Befehl von Regionalleiter Fabian! Ihr glaubt doch wohl nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Massenschaften der Aether Foundation wisst. Oh, Irina. Die können wir nur im Team erledigen. Wir sind in der Scheiße drin. Ich erinnere mich halt so schlecht daran. Ich gibt's mal Doppelkämpfe hier. Und die Fossil-Pokémon. Hier, Anorith hat genau die komischen Augen von Debbie, die ich in der letzten Folge erwähnt habe. Genau solche komischen Glubsch-Augen hat es am Kopf. So, warte. Gestein, Wasser. Keine Ahnung, Drachenklaue, halt drauf. Mach halt Anorith kaputt, damit du um Anoriths Typ Stahl steigst. Das resistet, glaube ich, Drache. Dann wiederum fackelt. Egal. Nicht mehr lang und warm und wird sich entwickeln. Und dann können wir es halt auch viel mehr benutzen. Muss sich nicht mehr lange verstecken. Jetzt gibt es wieder zwei Kills in einer Runde. Dann haben wir irgendwie schon ein Drittel Erfahrungspunkte.
Und Level 50 steht bald an. Süßes Level 50. Das ist unser komplettes Team entwickelt. Okay, also stärker. Drachenklaue. 80, beides physisch speziell. Was welchen Typ haben wir? Wenn wir nur so, ja, tut mir leid, Feuer-Odem. Feuer-Odem ist eine coole Attacke, kann paralysieren. Aber Feuer ist halt Coverage. Wir haben kein Feuer-Pokémon und ist, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Von daher verbrennen wir uns auch. Ein cooler Status, Veränderung. Ich überlege, ob ich mir noch Pokémon Go Mond hole. Pokémon Mond. Go-Pokémon. Mond-Pokémon, du meinst Lunala. Das war eine wahre Glanzheit und so sind die Kinder. Ah! Sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Was macht die Insel, wenn er schafft auf ihn? Und jetzt auf dem Weg! Ah, nichts mehr weg hier. Danke, Irina. Und natürlich auch Raschel. Wenn man seinen Partner-Pokémon besser versteht, kann man selbst an Kämpfen Spaß haben, die man auf keinen Fall verlieren darf. Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali beim Dom Royal gesagt hat, ist da vielleicht doch was Wahres dran? Oh mein Gott, er wärmt langsam auf. Oh nein, es ist Pia. Das ist doch Glavio. Ja, du bist es wirklich. Wenn Fabian böse ist, ist es Pia auch. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Irina, Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Okay, anscheinend ist sie nicht böse. Ich traue ihr trotzdem nicht über den Weg. Du kannst mir sagen, wo Lilly steckt. Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke. Das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird bestimmt uns zuhören. Sie ist doch sehr nett und so. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Ey, lass mich nicht alleine. Voll unfair. Halt ich nochmal meine Pokémon? Bitte passt gut auf Gladio auf. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, verliert er die Konsequenzen völlig aus den Augen. Genau wie damals, als er sich dieses Pokémon geschnappt hat und einfach verschwunden ist. Ah, sie sind sich beide so ähnlich. Alter, stimmt. Er hat ja eins von den. Oh shit. Oh no. Oh Gott. No, 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 no. Na, jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr werdet brav im Untergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann hier aufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich von der Villa, in der sich die Präsidentin aufhält, diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut halten. Gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, um genug Zeit zu haben, meine Untergebenen zusammenzutrommeln. Du bist echt nett, Herr Fabian. Was? Aber natürlich, immerhin bin ich doch der fabelhafte Regionalleiter. So nett, dass du uns sogar verraten hast, wo sich die Präsidentin und auch Cosmog befindet. Dabei haben wir nicht mal nach ihm gefragt. Was? Genug der Worte! Hier da, haltet diese Kinder auf! Worauf wartet ihr noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Irina! Oh shit, wir haben Doppelkampf mit Gladio! Aber dafür, dass die Action so abgeht, ist ziemlich wenig los, wenn ich das mal anmerken darf. Alle sind gespannt auf die Story. Ich merk schon. Oder lurken rum. Whatever. Ich kann mir auch vorstellen, dass Barmut an seinem Degenity Run dran ist. Der hat nämlich auch bei mir wieder ein bisschen gespielt. Und tatsächlich auch auf dem New 3DS. Ist die Performance des Spiels nicht wirklich besser? Was mich wundert. Oh mein Gott.
Das ist schon crazy, wenn man bedenkt, dass eigentlich die meisten Kämpfe im Competitive-Format im Doppelkampf ausgetragen werden. Wie muss dann so eine Videogame-Meisterschaft aussehen? Einfach wie so ein Ruckelfest. Valonia erreicht Level 48. Hitler erreicht Level 50. Tamalmklau wurde abgewehrt. Hundemon. Oh, was hat der andere? Raikou kann er ja schlecht einsetzen. Ich setze jetzt einfach mal Flammenwurf auf Electek ein. Dann können wir wenigstens nicht paralysiert werden. Oh shit, Ladungsstoß geht doch auf alle. Die machen keine halben Sachen hier. Itemsperre. Shit. Okay, mach's fertig, ist paralysiert. Shit, und ich kann's nicht heilen. Ich kann es aber theoretisch gesehen austauschen. Damn. Zen-Kopfstoß macht auch keinen Schaden, Knirscher. Ja, dann muss es Drachenklaue sein. Ja, natürlich, wenn du schon verreckst, dann musst du noch Lichtschild aufstellen. Sehe ich keiner. Da geht Hundemon dahin und jetzt hoffentlich. Jetzt ist er auch alleine. Von daher haben wir Vorteil. Zack! 1 gegen 2. So, paralysiert bin ich schon. 5 Volt erreicht auch Level 50 nach dem Kampf. Sparmut. Level 50, let's fucking go. Voltenso. Natürlich, Voltenso ist Generation 3 Hundemon. Alter, wie sich so Tropes wiederholen. Gladio, der Ruhepuls, lass die Hand leben. Lass die Hand dran. So, du tankst das weg. Ich besitze ja auch Feuer und Elektrizität, von daher. Möge das Popcorn platzen! Alter, ihr seid nicht bereit! Ihr seid nicht bereit dafür. Okay, der kriegt sowas von Patter. Der kriegt sowas von Pets. Muss ich jetzt wieder der redlichen Arbeit des Pokémon-Schutzes nachgehen? Diese Niederlage wirft einen dunklen Schleier auf mich. Oh mein Gott, Leute, es ist soweit! Hype, hype, hype! Wir kriegen einen Dagon! Der hat sich keinen besseren Moment ausgesucht. Der coolste Dagon von allen. Rutalanda wurde eingetragen im Pokédex. Bam! Was ein Glow-Up! Und damit ist unser komplettes Team entwickelt. Aber gut, wir müssen direkt patten. Es wird Fliegen erlernen, gehe ich mal von aus. Ich guck mal nach, ob es Sinn macht, ihn fliegen zu lernen. Mag Roaring Moon mehr. Aber das ist das Ding, Rutalanda, oder? Ich muss gucken, ich habe es noch nicht gesehen. Nee, ich würde sagen, ich fühle Fliegen nicht. Es ist zwar eine ikonische Attacke, vor allem ist es so eins der wenigen Pokémon, das Fliegen, also halt eine VM, abseits von Dings lernt. Alter, wer ist ein guter Dagon? Unser kleines Popcorn ist geplatzt. Du hast ganz toll gekämpft. Tupf, 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 tupf. Oh shit, der Tupfer ist alle. Wir brauchen einen neuen Tupfer. Oder ich habe einfach losgelassen. Yo. Ist die fucking Rainbow Beans. Ich will eine Rainbow Bean. Hier, guten Appetit. Nom, nom, nom. Oh ja, yeah, lecker. Rutalanda findet das cool. Ja, jetzt seid nur noch ihr beide übrig. Unmöglich. Wie kann es sein, dass wir von Kindern in Gänge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Irina, Tali, ihr beiden kümmert euch um Fabian. Nein, nein, nein. Ich bin Regionalleiter Fabian. Den letzten
unannehmbare Bastion hier im Ätherparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle Mal in einem Multikampf. Bist du bereit? Wenn wir Lily und Cosmog retten wollen, müssen wir zusammen mit unseren Pokémon alles geben. Alter, da ist nicht mal ein Tisch und er hat trotzdem auf den Tisch geschlagen. Ich liebe es, wie sie einfach sie haben einfach absolut keinen Bock mehr auf unsere Scheiße. Es macht gerade richtig viel Spaß zu synchronisieren. Ich glaube, deshalb mag ich auch so synchronen Panda-Wingster. Es macht einfach Spaß. Alter, jetzt haben wir ewig mit Ruhe drin. Yes. Wir haben einfach free Angriffssenkung. Dann lass mal die Welt abfackeln. Und wir haben Drachen-Pokémon Tashi. Wir haben den fucking Dagon. So, Part 48, okay. Aqua-Durchstoß. Was ist denn das? Das klingt cooler als Aqua-Welle. Was ist Aqua-Durchstoß? Der Anwender trifft das Ziel mit der Kraft des Wassers, senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. Physisch 100% trifft. Ist stärker als Aqua-Welle, hat weniger AP. Aqua-Welle trifft aber beide. Dann wiederum, was sagen die Stats? Angriff ist höher als Spezialangriff. Ich würde sagen, wir gehen auf Aqua-Durchstoß, weil es besser zu den Stats passt. Und es ist eine Attacke, die ich noch nicht so oft gespielt habe, von daher, warum nicht? Okay, das könnte wehtun. Ah, aber nicht so sehr. Hi, dann Pupita. Haha, Pupi. Funny. Warte, der ist Hübstein. Der ist auch Unlicht, glaube ich. Egal, Drachenklau. Drachenklau regelt. Einfach zermalmen. Ich habe keine Ahnung. Random Bullshit, go. Einfach Donkey Kong auf Meisterhand. Monkey Go. Monkey Moment. Unlicht auf Dings wäre sehr effektiv, richtig? Pupita ist nicht mal ansatzweise cool wie Lavita oder Desputa. Ja, Lavita sieht halt aus wie ein kleines Desputa und Pupita sieht halt aus wie eine Verpuppung. Da fragt man sich, warum zum Fick geht Lavita in einen Kokon? Wenn ich so drüber nachdenke, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Außer, dass es irgendwie dieses... Wir haben doch mal darüber geredet, oder Loxin hat mal ein Video darüber gemacht, dass Despota ist nicht Godzilla. Aber irgendein anderes Kaiju. Alter, Ether Regionalleiter Fabian! Oh weia, Knirrfisch. Kumo numo nuku nuku aba. Oder wie auch immer das Ding heißt. Komisches Vieh. Und direkt Level 51 für Barmut. Hat er sich verdient. Er ist hier ordentlich am Fighten. Die Sets gehen in die Höhe. 51 für Foxy. Ebenfalls nice. Freischuh kann nichts mehr machen. Ah, okay. Jetzt setzt du den Hypno ein. Fein. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Ich dachte, der Kampf ist vorüber. Aber anscheinend hat er noch ein Pokémon. Aber Knirscher regelt. Zack. Ab dafür. Elektroball. Und Geschichte. Was willst du jetzt machen, Fabian? Du bist Geschichte. Niemand ist mehr übrig. Du hast keine Chance mehr. Wir möchten Lily retten. Du lässt uns doch jetzt durch, oder? Hehehehe. Bruh. Einfach nur so ein Geräusch von der Fliege, wenn die Kamera auf mich zeigt. Ich hab den Schlüssel, schau mal. Vielen Dank auch für den Schlüssel, Herr Regionalleiter.
Ah, wie ich Kinder verabscheue. Jo, da ist eine Textur im Hintergrund. Tschüss, Herr Fabian, Regionalleiter Dingensbummens. Ja, wahrscheinlich geht's eh gleich weiter. Alter, was machen die ganzen Team Skull-Heinis hier? Warum ist hier einfach eine Villa? Ich kann mich an nichts davon erinnern. Was machst du hier? Mann, wie viele von denen sind das denn? Arbeitet Team Skull etwa für die Aether Foundation? Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber egal, der Schock muss warten. Los, denen zeigen wir es. Alle sind so halbtot am Boden. Oh, shit. Okay. Ah, ich dachte, wir sehen hier direkt noch Spannung, aber stattdessen muss ich jetzt durch die Guts schlagen. Kann ich seitlich vorbeischleichen? Alter, wie weit ist hier? Alter, wie weit geht denn das hier? Oh, geil. Hier liegt ein Hyperheiler. Das ist eine Tür, die wir wahrscheinlich nicht betreten können. Alter, hier würde ich gerne mit Inlinern rumfahren. Gibt schön viel Asphalt. Ihr seid tot, oder was? Gladio, du bist zu stark. Mama. Auf der rechten Seite ist bestimmt auch noch ein Item. Was ich jetzt bloß schade finde, ich habe das Gefühl, wir werden gleich in einen gewissen Arc des Spiels rutschen. Und ich kann keine Items mehr finden. Noch ein Hyperheiler, okay. Da ist ein Pelipper, mit dem man triggern. Pelippers Flügel waren einfach ziemlich mitgenommen, aber jetzt kann es wieder fliegen. Das freut mich sehr, dass es sich so gut erholt hat. Fang ja nicht an, Unschuld zu heucheln. Die hau ich auch noch jetzt auf die Fresse. Was willst du von mir? Hopp, husch, husch. Okay. Was sagen die Pokémon? Nein, alles gut. Dann nix wie rein da. Wir ebnen den Weg bis zum nächsten Mal. Da, Bruder. Mach kleiner sonst dir. Ist ja gut. Bisschen viel Action auf einmal, wenn ich das mal so anmerken darf. Schade, dass wir jetzt keine Eisattacke haben. Dann muss es die gute alte Ruhegewalt sein. Ah, wir haben Senkopfstoß. Nice. Voll aufs Maul. Boah, wäre das nicht cool, wenn es irgendwie eine Regionalform von guter Lander gäbe, die Eis spaltet? Jo, es ist einfach gerade on point dunkel geworden. Mann, ich hab verloren. So eine Scheiße. Du bist der Nächste. Für den Sponsor von dem Skull tun wir alles. Wir haben es echt nötig, das Geld, Mann. Ein Alola-Radikal, können wir das irgendwie besiegen? Ich denke nicht. Einfach zermalmen. Einfach Hackfleisch drauf machen. Mit der Kralle. Mit der Kralle nehmen wir so. Leider hat es nicht für One-Hit gereicht. In Ordnung, aber Risikotackle. In Ordnung, nehme ich hin. Der Hackfleisch hat einen Zacker. Ohne die Knete werden wir total aufgeschnitten. Habe ich doch gerade gesagt. So, sie haben es echt nötig, das Geld. Ach man, sie tun einem schon leid. Dem Skullet hat echt Sympathiepunkte bekommen. Jo, du hast ganz schön was drauf. Mach schon, geh weiter. Auf Kämpfe, die ich eh verliere, lass mich gar nicht erst ein. Wie geil! Ich bin kein bisschen stärker geworden. An all die Tage, die ich gegen Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst. Hallo, ich bin dann auch mal wieder da. In Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh ja, yeah, ich bin der große, böse Bromley. Dem Grünschnabel darf ich eine Lektion erteilen, die er so schnell nicht vergessen wird. Und zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte.
Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb habe ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen. Sich gegen die eigene Familie aufzulehnen, ist einfach uncool. Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge. Wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Aber heute verpasse ich dir einen Dämpfer. Er ist zurück! It's your boy, Bromley! Er ist zurück! Und er hat nur 4 Pokémon, okay. Er ist Drip himself, also er hat schon ziemlich viel Drip. So, Flammenwurf nicht sehr effektiv, Knirscher, ist alles normal. Ja, gehen wir auf Step. Er ist angriffgeschwächt. Wahrscheinlich werden wir nicht one-hitten. Wir können ihn vielleicht rausnehmen, gegen ein besseres Pokémon austauschen. Was wir dann mit Feuer rausnehmen können. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass Brutalana drauf geht. Nein, nicht Tiefschlag. Ah, scheiße. Even his drip has drip. Sogar seine Tränensäcke haben Tränensäcke. Ah, Maske Regen, nicht geil. Wasserflug, glaube ich. Nee, Käferflug. Es ist nicht mehr viel Wasser. Das heißt, wir können es easy mit Flammenwurf rausnehmen. Wenn es nicht schneller ist und keinen Regen verursacht. Bam, abgefackelt. Weg damit, wir werden durch deine... Fuck. Oh, fuck. Oh mein Gott. Auf keinen Fall frieren. Scheiße. Okay. Es war zu einfach. Okay, du hast Käfer, ich habe auch Käfer. Wenn ich jetzt eine Cappy hätte, würde ich sie umdrehen und auf Ernst machen. Wusstet ihr, dass Pokémon ja so ein bisschen auf Käfer kämpfen basiert? Wenn man irgendwie so zwei krasse, große japanische Käfer nimmt, auf so einen Baumstamm setzt und dann... werfen die sich so gegenseitig um. Das gibt's auch in Animal Crossing. Da kann man irgendwie beobachten, wie irgendwie der Herkuleskäfer und der Hornkäfer gegeneinander kämpfen. Süßes Detail. Pinsir. Dann bleib halt drin. Aber eigentlich ist gar nicht so schlau. Ich hätte jetzt irgendwas einwechseln sollen, was frisch ist. Überbrückung. Gibt keine Nullschwächen mehr. Steht aber, glaube ich, auch für ihn selber. Okay, Steinkarte, wir sind so RIP. Wir sind so RIP-Roni. RIP 2.0. Das ist effektiv gegen Käfer. Balloni hat auch noch eine Flugattacke, der hat nämlich Akrobatik. Also wir sind ganz gut aufgestellt gegen Käfer-Pokémon, würde ich mal behaupten. Wenn wir Glück haben und Balloni platzt, gibt's noch Finalschlag. Wird aber bei dem Damage nicht reichen. Und Steinkart ist auch speziell scheiße! Okay, müssen wir anders denken. Oh, wir haben jetzt ein Pokémon von ihm rausgekommen. So viel Pasta darf ich nicht erlauben. Dann wiederum halbe Leiste für Dings. Halbe Leiste für sein Ace, was wir auch haben. Nichts ist effektiv. Dann benutzt Rambos. Du willst doch mal schwerer sein als Pinsir, Alter. Der haut aber ganz schön rein hier. Donarion, das haben wir selbst. Oh mein Gott, das ist perfekt, aber es kann fliegen. Es kann fliegen, ne? Scheiße. Oh, big fucking die. Warte, Erdbeben ist effektiv, aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Hä? Käfer, Elektro. Das hat das Ding. Nein, warte. Wir können das nachschauen. Wir können das ganz einfach nachschauen. Und zwar müssen wir nur in unseren eigenen Bericht gucken. Es hat Schwebe, okay, wir können es vergessen. Das ist eine Lüge. Theoretisch gesehen könnten wir Foxy nehmen. Wir könnten Foxy reinholen.
Foxy hat Eisattacken. Kenji hat den Verstand verloren. Hat er wieder Isaac angefangen oder was? Würde sagen, es ist Zeit für den Top-Beleber. Wir fangen mit dem an. Oder wir machen es mit dem es begonnen hat, auch zu Ende. Oh mein fucking Gott. Die einzige Schwäche von Hürde. Okay, Hard Switch zu Foxy. Wie jeden Tag 12 Stunden ziehen zu machen. Okay, ich meine, technisch gesehen ist das ein Sabaton. Also warum soll das nicht machen? Eisstrahl ist effektiv. Warum ist Eisstrahl nicht... Nein, warte, er ist da kein Flug-Pokémon. Oh, was mache ich für eine Scheiße? Egal. Für eine Woche kann man das doch machen. Ja, der Tod war so verdient. Wenn man einfach dumm ist, dann, ja. Muss aufpassen im Spiel. Das ist ein intelligentes Game. Er spielt alles Event. Spring ihn zu Ape Escape 3. Spring du ihn doch und sag Bescheid, wenn er es macht. Flammenwurf ist effektiv! Flammenwurf ist effektiv! Rein da! Rein da! Rein da! Arm! Ab dafür! In die Krankenwagen! Nino, Nino! Call an ambulance, but not for me! Level 52. Ich wusste doch, wir haben was sehr Effektives. So, jetzt kommt hier natürlich wieder mit Take Ass. Ich würde sagen. Lass das Spiel einfach mitspielen. Do your worst! Und jetzt werden wir einfach mit Überrumpler kommen. Warte, wir haben. Ah, das ist nicht sehr effektiv. Nee, lass mal. Hätte jetzt gesagt, hätten wir das Käfer nicht. Zack. Bam! Sehr schön. Und dafür noch gleich Level 49. Er spielt alles. Er kann nicht ablehnen. Ja, was willst du ihn denn zwingen? Und vor allem, wie muss das gemacht werden? Was stimmt mit dir nicht? Warum kannst du dich nicht platt machen? Was treibst du denn da? Ha, ich hab wohl keine Wahl. Na los, geh schon. Oh shit. Wir werden von der Angel gelassen. Mein Pokémon-Team ist absoluter Ranz. Ich werde jetzt einfach mal die Beleber benutzen, die wir gekauft haben. Und wenn wir dann drin nochmal geheilt haben, dann ist das eben so. Aber mein Gott, was auch immer uns da drin erwartet, wird wahrscheinlich absoluter Hype sein. Und deshalb muss ich den Spannungsbogen jetzt aufbewahren. 5 Minuten, by the way, ich weiß. Wir machen das nicht mehr. Die Folge ist hier zu Ende. Ich heile noch mein Team. Das war natürlich selten dämlich. Und... Habe ich noch ein paar Beeren? Ich habe doch bestimmt noch ein paar Zitrobeeren, mit denen man Feuer machen kann. Zitrobeeren. Ja, also ich habe 149. Was wollen sie machen? Jetzt noch so ein Yonago-Beere. Wer braucht schon Pokémon Center, wenn man Yonago-Beere hat? Brauche ich nicht. Weißt du was? Wenn ich schon kann, dann kann ich auch. Einfach alles voll machen jetzt. Zack. Wir haben echt wenig AP verloren, wenn ich das mal anmerken darf. Zack, und wir sind basically Pokémon Center frisch. Beim nächsten Mal werden wir schauen, was sich in dieser Villa befindet. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Ultrasonne und tschüssi.